Ja, hallo, ich bin der Dieter aus dem Heidekreis und ich wollte heute mal zeigen, was bei uns auf dem Betrieb mit den Kälbern passiert. Bei uns auf dem Betrieb werden alle Kälber, die geboren werden, auch aufgezogen. So, und hier sind wir vor einer Gruppe Tiere, wo Männlein und Weiblein noch zusammen sind. Das ist etwa so bis zum Alter von 4 Monaten etwa. Und dann werden sie getrennt. Hier kriegen sie noch Milch zu saufen und dann rücken sie auf. Und da gehen wir jetzt mal rüber zu dem anderen Stall und da sehen wir schon, wo sie getrennt sind. So, jetzt sind wir hier bei den Bullenkälbern. Hier sind sie schon getrennt. Das sind die Männlein hier in einer Bucht. Vorne stehen sie auf festem Beton und hinter können sie schön im Stroh liegen. Und eine Bucht weitergehen, hier sind dann schon die weiblichen Tiere. Auch getrennt von den männlichen jetzt. Und dann rücken sie immer weiter auf, hier in diesem Stall. Man sieht es ja auch. Auch diese haben schon schnell, da können wir sehen, sie haben auch eine Bürste, können sie auch bürsten. Und dann rücken sie immer weiter, bis sie in dem Alter sind, dass sie belegt werden können. Und dann kommen sie zu den Kühen rüber. Und zu den Bullen gehen wir jetzt in den nächsten Stall. Ja, so sind wir jetzt in unserem Bullenmaststall hier. Zu der Seite sehen wir die Mastbullen. Die werden etwa mit etwa 22 Monaten verkauft. Und auf dieser Seite sehen wir unsere Zuchtbullen. Wir machen immer noch so ein paar Zuchtbullen aufziehen für andere Betriebe. Und haben wir gerade einen wieder verkauft oder konnten einen verkaufen. Und ich hoffe, der Betrieb hat auch seine Freude an den Bullen. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was sehen können. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.